Der Vorkurs ist nun fast zu Ende und ich möchte ein paar abschließende Worte an Sie richten. Ich hoffe, dass Sie in dieser Vorkurswoche einige interessante Bekanntschaften geknüpft haben. Bekanntschaften, die womöglich zu Freundschaften werden, die Sie nicht nur durch Ihr Studium begleiten, sondern durch Ihr ganzes Leben. Ich hoffe natürlich auch, dass Sie einiges Interessantes an Mathematik gelernt haben in dieser Vorkurswoche. Allerdings auch, dass einige Fragen offen geblieben sind. Wir freuen uns nämlich schon sehr darauf, in den kommenden Jahren viele interessante Gespräche im Rahmen Ihres Studiums mit Ihnen zu führen. Ein Problem, das zugegebenermaßen nicht ganz mathematisch ist, das möchte ich jetzt in den letzten Minuten, im letzten Teil des Vorkurses noch mit Ihnen bearbeiten. Dieses Problem betrifft die tollen T-Shirts, wie ich eines trage. Diese T-Shirts tragen das Logo der Universität Wien und sind rückseitig beschrieben mit Mathlete. Ich drehe mich einmal zur Seite, dass Sie das sehen können. Einmal spiegelbildlich. Coole Sache, diese T-Shirts. Und wie gesagt, was es mit diesen T-Shirts auf sich hat, das werden Sie jetzt am Ende des Vorkurses noch mit Ihren Coaches besprechen und erfahren. Bevor wir dazu kommen, möchte ich noch einmal ganz herzlich an Sie appellieren, dass Sie sich Zeit nehmen, auch den zweiten Teil der Erhebung zum Vorkurs teilzunehmen. Bitte nehmen Sie sich diese Zeit jetzt auch, wenn Sie vielleicht nicht am ersten Teil der Erhebung teilgenommen haben. Es ist wirklich eine wichtige Sache für uns, uns weiterzuentwickeln und Sie unterstützen uns damit sehr. Ich möchte abschließend jetzt noch Danke sagen. Danke in erster Linie an die Mathematik-Coaches, die Sie durch diese Woche begleitet haben, die ich durch diese Woche begleite und die mich durch diese Woche begleitet haben. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, unter anderem für die Rücksicht, die Sie genommen haben auf die besonderen Bedingungen, unter denen dieser Vorkurs stattgefunden hat. Und ich möchte Sie auch bitten, die letzten Minuten des Vorkurses zu nutzen, um mit Ihren Mathematik-Coaches zurückzublicken, was Sie in dieser Woche erlebt haben und vielleicht auch etwas zurückzugeben, wenn Ihnen diese Vorkurswoche in Erinnerung bleiben wird. Auf Wiedersehen!